dauert nicht mal lange, liebe Leute, dann ist endlich Weihnachten und dementsprechend Zeit für unser großes Weihnachtsgewinnspiel fürs Jahr 2017. Denn dieses Jahr gibt es satte 4 Sachen zu gewinnen, das heißt, es kann 4 Gewinner geben. Und ich habe auch ein bisschen was verhältnismäßig Fettes, was es zu verlosen gibt. Und ihr müsst dazu auch ein kleines bisschen was tun, dazu aber gleich. Also, wir haben 4 Pakete zu gewinnen. Jeden Paket ist eine Sache. Das Paket Nummer 1 ist ein neues Exemplar. Also, ich habe hier meine liegen, aber kommt ein neues von One Two Switch. Also, ihr könnt einmal One Two Switch gewinnen für die Nintendo Switch. Ist Paket Nummer 1. Merkt euch, Paket Nummer 1 ist One-Two Switch. So. Paket Nummer 2, was ihr gewinnen könnt, ist Deinheiten Nintendo Land für die Wii U. Also Nintendo Land ist Paket Nummer 2. Das 2. Paket Nummer 2, Nintendo Land. Paket Nummer 3 oder Geschenk Nummer 3. Ist das Kirby Amiibo. Also Paket Nummer 3, Kirby Amiibo. Und das Paket Nummer 4 habe ich jetzt gerade nicht hier. Reibt es sogar 4, nicht hier. Nein, also Paket Nummer 4 ist die 15 Euro Nintendo eShop Card, die es ursprünglich bei diesem Mall Event hätte geben sollen. Was dann aber nicht ganz so geklappt hat. Deshalb verlos den jetzt einfach hier. Und das sind eben die 4 Pakete. Nochmal wiederholt: Paket Nummer 1. One to Switch für die Nintendo Switch. Paket Nummer 2. Nintendo Land für die Wii U. Paket Nummer 3. Oh, jetzt fällt sie beinahe runter. Mein Exemplar von, also Kirby Amiibo. Und Paket Nummer 4, die 15 Euro ESOP Card. Das hier ist natürlich meins. Ihr bekommt die eigenen Exemplare, die ich so, ja, holen werde. Aber das bekommt es alles vergünstigt und so weiter. Über einen Freund und blablabla, also keine Panik, aber es ist Neuware. So, und wie macht sie mit? Also, ihr könnt 2 Pakete auswählen, die ihr ganz gern haben würdet. Also ein Beispiel, ich hätte ganz gern das Paket Nummer 1, nämlich One Two Switch. Alternativ geht auch das Paket Nummer 3, Kirby Amiibo, ja, zum Beispiel. Ja, und dann läuft es wie folgt. Ihr müsst noch was anderes machen, sage ich gleich. Aber ich wähle halt einen aus. Und der schreibt, bei dem ist dir das erste, ich würde ganz gern Paket 1 haben. Dann bekommt dieser das Paket 1. Aber wenn es jetzt, dann ziehe ich den zweiten. Und der will auch Paket 1 haben. Paket 1 ist nun weg. Dann schreibt der als Alternative noch Paket 3 zum Beispiel hin. Dann bekommt der eben das Paket 3. Kapiert ihr, was ihr meint? So, dass es halt einigermaßen geht. Also, dass ihr halt 1 habt. Und falls das von jemand anders quasi gewinnt, habt ihr noch eine Alternative. Wenn ihr totales Pass habt und beides dann schon weg ist, würde ich halt den nächsten auslosen. Kapiert ihr, was ich meine? Wenn nicht, schreibt es gerne in die Kommentare. Naja, auf jeden Fall, um nochmal mitzumachen, schreibt es nochmal in die Kommentare. Tut es eben zum einen hinschreiben, welches Paket ihr haben wollt. Ihr könnt 2 wählen. Ihr bekommt nur eins von den beiden, aber ihr könnt 2 hinschreiben. Also ich würde, wie gesagt, eben zum Beispiel gerne One Two Switch haben, also Paket 1. Schreibt es bitte hin, Paket 1, nicht One Two Switch. Und Paket 3 zum Beispiel. Ne, und dann wird quasi eben ausgelost, ob du Paket 1 oder 3 bekommst im Prinzip. Also nicht ausgelost, sondern selbst hat der Zufall, ob du jetzt gerade der Erste warst, den ich sehe. Dann bekommst du den Wunsch, den du als Erstes geschrieben hast. Hab's ja gerade schon gesagt. Aber ihr müsst schon mehr schreiben, nämlich: Welches Game war euer erstes Nintendo-Game, was ihr zu Weihnachten bekommen habt? Und wieso habt ihr euch dieses Game gewünscht? Oder habt das einfach geschenkt bekommen? Also einfach so ein bisschen was über euer erstes Nintendo-Game, egal von welcher Konsole, was ihr halt zu Weihnachten mal bekommen habt. Schreiben. Und natürlich den Kommentar mit Hashtag Gewinnspiel markieren. So, damit ich weiß, dass ihr mitmacht. Also, nochmal kurz zusammengefasst, ich hab's Kommentar. Ganz oben Hashtag Gewinnspiel, dann die 2 Pakete eurer Wahl und dann schreibt sie kurz hin, was euer erstes Nintendo Game war, was ihr diese Weihnachten bekommen habt
und weshalb ihr euch das gewünscht habt oder ihr das bekommen habt. So, das ist mal das Einsehen des Schluss ist der 24.12., sodass es da die Gewinner noch quasi bekannt geben kann. Und ja, die Leute, die gewonnen haben, werden per Privat-PN angeschrieben. Den Sales Center Talks vorbei, da es das hier in dem Fall auch um Hardware-Sachen handelt, müsstet ihr ihm eure Adresse geben. Und da gilt, bitte presst das erst mit euren Eltern ab, ob die damit einverstanden sind. So. Ansonsten, alle, die irgendwie über 14 sind, können mitmachen. Alle anderen brösten theoretisch eine Einverständniserklärung von Eltern. Also alle unter 14 bitte Eltern fragen, ob die einverstanden sind. Also über 14 müssen das nicht zwangsweise machen. Außer die Eltern mich denen drauf, weiß ich nicht. So, dann sage ich euch, weil es dreht jetzt 5 Minuten hier rum, an alle, die mitmachen, viel Glück beim Gewinnspiel. Wenn ihr noch Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, viel Glück und ja, ne, frohe Weihnachten!